so mit aufnehmen? Nee. Nee? Tut mir leid. Wer die Currywurst erfunden hat, ist eine Preisfrage. Oh, verdammt. Da müssen wir zum nächsten Bäcker. Aber danke. Welcher Regent nahm der Legende nach nur dreimal in seinem gesamten Leben ein Bad? Welcher Regent nahm der Legende nach nur dreimal in seinem gesamten Leben ein Bad? Regent Napoleon. Nicht ganz richtig, aber auch ein Franzose wäre es gewesen. Ludwig der 14., meine Damen und Herren. Ah. Komm, eine noch. Der Brudermensch, genau. Ja. Die nächste Frage ist, du kannst nichts gewinnen. Übrigens. Jetzt. Tschüss. Wow. Und wenn ich was erzähle, ist es auch zu hören dann? Ja? Ja. Immer. Okay, dann geben wir den potenziellen Kunden mal eine kleine Übersicht, einen kleinen Überblick über die Innenstadt der Stadt Osnabrück. Eine unverwechselbare Innenstadt, wie sie wirklich nur in Osnabrück zu finden ist. Also die Geschäfte hier sind alle einzeln. Es gibt nicht mehrere Franchises hier in Fremdwort. In Osnabrück ist alles unique, individuell, cool und einzigartig. Da zum Beispiel Thalia. Ein absolut kultiger kleiner Buchladen. Absolut kultiger kleiner Buchladen im Zentrum von Osnabrück. Das ist ein Familienunternehmen, seit 200 Jahren in Familienbesitz der Familie Thalia.de. Sucht man in anderen deutschen Groß- und Mittelgroß-Kleinstädten vergebens. Ebenso wie Nordsee, Spezialitätenrestaurant. Osnabrück liegt ja an der Nordsee. Und von daher haben wir hier diesen sehr schönen Fisch- und Fummelladen, / Restaurant. Mahlzeit. Hallo. Mahlzeit. Alter, eine Frage. Wo gibt es die beste vegane Bratwurst? Vegane? Ja, ja. Oh. Gibt es hier welche? Nee, hier gibt es leider keine. Ah, schade. Das sieht trotzdem gut aus. Ja, mach mal eine Ausnahme. Nee.